Servus, mein Lieben, ich möchte ein paar Sachen dazu sagen zu den 17.01., was ich, wenn ich das gleiche nochmal mache, ändern würde. Die Sternstrahllampe nicht mitnehmen, um es mir gemütlich zu machen. Die Sturmstreichhölzer auf jeden Fall auch nicht. Die Wandersocken, den Espit-Kocher würde ich nicht mitnehmen, weil wir ja eh kein Feuer machen dürfen. Trockenbrennpaste würde ich dann natürlich dann auch nicht mitnehmen, weil das ja Schmann ist. Die Feuerschutzdecke würde ich trotzdem mitnehmen, weil die einmal 1 Meter ist. Die kann man gut zweckentfremden, zum Beispiel als Unterlage, wenn es nass ist oder feucht ist, dass man eine größere trockene Fläche hat, dass man vielleicht dann zum Beispiel auch mal zeigen kann, was man draußen dabei hat. Den Schlafsack würde ich auf jeden Fall mitnehmen wegen Testen. Dann die Luftmatratzen, klar, wegen Probieren. Aber eine würde ich weglassen, das würde mir die eine reichen. Bei den Wanderstöcken, ja, würde ich mitnehmen, vielleicht sogar beide oder einen. Kommt drauf an, ich habe ja noch andere Wanderstöcke, wegen Testen, welche besser wären. Und Feuerstahl brauche ich nicht. Dann bei den Messern, ich hatte ja, wie gesagt, 4 Stück mit. Die 2 kleinen, die habe ich immer bei mir. Und ich würde dann das Pfadfindermesser zu Hause lassen, weil ich, wenn ich die Säge nicht mitnehmen tue, für die 3, also wenn ich 3 Stunden machen würde oder länger, würde ich die Säge nicht mitnehmen, weil ich habe in den Multitool-Köfferchen, hätte ich ja noch eine Bandsäge, die auszuprobieren. Außer ich würde jetzt mich in Shelterbau versuchen, dann würde ich die Säge mitnehmen. Das wären die Dinge, die ich umtauschen würde. Und stattdessen würde ich vielleicht ein größeres Tarp mitnehmen, weil das kleine Ding, was ich mit hatte, das hat sich ja getan in der Hinsicht als Regenschutz. Aber ich denke mal, wenn ich dann länger da bleiben möchte und dann mich doch mal ein bisschen gemütlicher hinsetzen möchte als nur auf dem Baumstumpf, ist ein größerer Tarp, der vielleicht auch, wenn es Wind ist, einen Windschutz gibt, besser geeignet, auf jeden Fall, als die kleinen von den Rettungsdecken. Ja, ich sag mal, kann man eigentlich nie immer genügend mit haben. Und die anderen 2 waren ja keine Rettungsdecken, sondern sind so Biwaksäcke als Rettungsdecke, wenn man unterwegs ist. Das wären die Dinger, die ich ändern würde beim nächsten Mal, wenn ich den nächsten Versuch mache, länger draußen zu sein. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da. Was ihr vielleicht mal sehen möchtet, was ihr nicht sehen möchtet, würde mich sehr freuen. Danke, ciao.